Guido Westerwelle zog einst in den Big Brother Container. Jürgen Rüttgers traute sich in eine Düsseldorfer Diskothek, beide mit der Absicht, die Stimmen der Jungwähler zu gewinnen. Junge Leute für die Wahlen zu motivieren ist nicht einfach. Vor 5 Jahren bei der Landtagswahl gaben gerade mal rund 40% der Stimmberechtigten ihre Stimme ab. In Troisdorf kann von Politik uninteressierten Jungwählern keine Rede sein. Dort organisiert das städtische Gymnasium seit 16 Jahren den Wahlinformationsdienst im Rathaus. Kein normaler Unterricht, sondern die Generalprobe für den Wahlabend. Noch hakt es beim Videobeamer. Am Sonntag werden die Schüler ganz offiziell die Wahldaten für Troisdorf aufbereiten und präsentieren. Thomas und Armin, beide Jungwähler, sind für die Technik verantwortlich. Sie haben schon ein paar Mal beim Wahlinformationsdienst mitgemacht. Informatik praktisch anzuwenden, das gefällt ihnen. Aber auch die Wahlen selbst finden sie spannend. Der Ausgang der Wahl ist natürlich gerade dieses Mal sehr interessant. Und insofern ist es natürlich eine schöne Sache, da live dabei zu sein und das aus nächster Nähe zu betrachten. Bei dem Projekt machen alle 20 Schüler freiwillig mit. Die Jüngsten sind aus der Klasse 10, die Ältesten aus der 13. Sogar einige ehemalige Schüler sind mit dabei. Thomas und Armin haben gerade Abi gemacht und wählen am Sonntag zum ersten Mal bei einer Landtagswahl. Landespolitik im Allgemeinen interessiert die beiden nicht sonderlich. Ein Thema ist ihnen allerdings wichtig. Jetzt im Augenblick, habe ich gerade noch mit einem Kumpel hier besprochen, ist natürlich für uns angehende Studenten interessant, das Thema Studiengebühren. Ganz interessante Sache bei der Wahl diesmal. Und ja, das ist im Prinzip momentan das Maß der Dinge für mich. Momentan mehr in dem Rahmen, in dem es mich direkt betrifft. Also auch irgendwie Studiengebühren und Ähnliches, davon werde ich in den nächsten Jahren selbst abhängig sein. Die Schüler aus Klasse 10 und 11 geben inzwischen testweise Daten in den Computer ein. Um eine Kontrolle zu haben, ob ihre Wahlsoftware auch wirklich funktioniert, bereiten sie die Daten noch einmal parallel in einem normalen Excel-Programm auf. Auch wenn es noch dauert, bis sie das erste Mal wählen dürfen, 20 Stunden ihrer Freizeit investieren die Schüler in das Wahlprojekt. Ich interessiere mich halt sehr für Informatik und diese Informatik dann halt anzuwenden, ist sehr interessant. Außerdem auch die Erfahrungen zu sammeln, halt in einem Team zu arbeiten und überhaupt für Politik interessiere ich mich auch. Also es kam alles zusammen. Das Thema Landtagswahl ist in diesen Wochen im Politikunterricht der Schule nur ein Thema unter vielen. Schüler für Politik zu interessieren sei schwierig, sagen die Lehrer. Da habe dieses Projekt schon viel bewirkt. Es gibt eine Reihe von ehemaligen Schülern von uns, die im Troisdorfer Stadtrat aktiv geworden sind, für die eine und die andere Partei. Und das kann natürlich sein, dass ihre Teilnahme am Wahlinformationsdienst da vielleicht ein Anstoß gewesen ist. Thomas und Armin wollen zwar vorerst nicht in die Politik einsteigen. Die beiden freuen sich aber, dass der Probelauf für den Wahlabend gut geklappt hat. Und Ehrensache, am Sonntag gehen die beiden wählen, schon im eigenen Interesse.